So, ich bin verkabelt. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Oswald. Sie können es hier unten sehen. Ein Teil von Ihnen war jetzt schon mit oben im Computermuseum. Bitte um Entschuldigung, wenn ich mich da in dieser jenen etwas wiederholen werde. Im Übrigen bin ich mir natürlich bewusst, dass auf einem Vintage-Computer-Festival die hier ausstellen oder die das besuchen, in vielen Dingen wahrscheinlich sehr viel besser Bescheid wissen als ich. Wenn Sie also irgendwas hier zu bemängeln haben, kommen Sie bitte hinterher. Ich bin für Ratschläge und gute Hinweise immer sehr dankbar. Wir wollen es mal trotzdem versuchen. Vielleicht habe ich trotzdem ein paar Kleinigkeiten, die für Sie neu sind. Ja, Speichertechnologien. Ich habe mal Physik studiert und bin dann erst in die Datenverarbeitung gewechselt. So hieß das damals noch. Informatik konnte man sowieso noch nicht studieren zu meiner Zeit. Und ich wollte einfach programmieren lernen, weil ich mitgekriegt habe, ich brauche das für meinen Beruf, um Formeln und so weiter auswerten zu können, indem man sich per Hand ständig verrechnet. Und dann habe ich dort begonnen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, mit logischem Denken daran zu kommen, so dass ich letztendlich dabei geblieben bin und war jetzt die letzten Jahre oder bis zu meiner Pensionierung seit 93 bis 2007 war ich hier an der Hochschule und habe dort ja Speichertechnologien, große Datenmengen speichern, also Datenbanken habe ich hier unterrichtet. Und das war meine Hauptspielwiese. Ja, und dann möchte ich Ihnen mal so ein paar Dinge, die mir in meinem Leben begegnet sind, vorstellen. Das erste ist schon ein klein wenig vor meiner Zeit, Sie werden es ahnen. Wie fing denn das nun irgendwann an mit Speichertechnologie? Da haben wir eine ganz uralte Sache. Man datiert das ungefähr auf ein Alter, so ein kleines Knöchlein, 10 cm lang. Das sind zwei verschiedene Aufnahmen von zwei Seiten. Eine dasselbe. Man rechnet, dass es ungefähr 50.000 Jahre alt ist. Bei Knochen lässt sich das ja ganz gut bestimmen, das Alter. Und da sehen wir so verdächtige Ritzungen drin. Das kann also nicht zufällig entstanden sein. Das hat auch nicht, das ist auch nicht irgendwo bei einem Arbeitsprozess so entstanden. Dazu sind diese Gruppierungen zu auffällig, die da drauf sind. Das ist also offensichtlich das erste Mal, dass man also hier versucht hat, sich irgendetwas zu merken. Was er sich gemerkt hat, wissen wir nicht. Ich habe Kerbholz dran geschrieben, weil Kerbholz ist für uns ein gängiger Begriff. Aber in der Art könnte es benutzt worden sein. Es gibt natürlich Spekulationen, was es sonst sein könnte. Ein Kalender, ein Rechenstab. Ein Autor hat sich sogar dazu verstiegen und hat gemeint, das könnte durchaus eine Niederschrift über das binäre Zahlensystem sein. Ich bin da etwas skeptisch und würde das gleich mal so markieren. So, da sollten wir also doch mal vorsichtig sein. Ja, nun haben wir mal ein richtiges Kerbholz. Oben im Originalzustand, unten dann gespalten. Und Gläubiger und Schuldner kriegten jeweils eine Hälfte. Und da hat man dann eingeritzt, was derjenige, wie viel Schulden er hatte, was er zurückzuzahlen hatte und so weiter und so fort. Das war also eine sehr praktische Sache. Und damit haben wir doch schon jetzt eine ganze Menge erreicht, wenn wir über Speichertechnologien sprechen. Wir haben Fälschungssicherheit, also es konnte nicht einer mal irgendwas wegnehmen oder was dazu kratzen, der andere hatte ja die Kopie in der Tasche. Es war ein autorisierter Zugriff, nur der die Hälfte in der Tasche hatte, konnte darauf zugreifen, alle anderen nicht. Und eine Sicherungskopie war damit vorhanden und es war ein wiederbeschreibbarer Datenträger, abhobeln und neu einritzen. Also was wollen wir eigentlich noch? Viel mehr ist nicht offen. Können wir aufhören. Na, gucken wir mal nach.
Es war noch eine recht einfache Sache mit dem Kerbholz. Aber auch schon viel früher hat man sich überlegt, wie kann man denn unter Umständen auch Botschaften übermitteln. Also gewisse Informationen. Man musste das vorher absprechen, welche Information welchem Datum entspricht. Datum heißt hier, wie viel Steinchen in so ein Lehmkloß reingepackt oder Tonkloß reingepackt wurden. Und dann wurde der gebrannt und markiert. Oder erst markiert und dann gebrannt. Und dann konnte man das einem Boten in die Hand drücken und sagen, so, nun bringst du das dort und dorthin. Und der Empfänger hat das dann aufgeschlagen und hat gesehen, was drin war und konnte die Sache dann deuten. Das ist so ein Dings mal aufgeschlagen. Da sehen wir, da ist nur eine Kugel drin. Aha, hat er gewusst, eine Kugel heißt also übermorgen Abend mit 50 Mann da hinten hinterm Wald sein. Hätte es sein können. Vielleicht war es auch ganz was anderes. Das sind also Dinge, die jetzt schon einige tausend Jahre alt sind und die mit Erfolg lange Zeit genutzt wurden. Ja, wieder, was haben wir denn? Daten von Informationen getrennt. Wir können also durch Absprache, durch Hintergrundwissen bei unserem Empfänger erzeugen, jetzt eine gewisse Information ihm übertragen. Haben wir einen Stein reingepackt oder zwei? Zwei Steine heißt, gar nicht hinterm Wald sehen lassen. Und drei Steine heißt, nicht mit 50, sondern mit 100 Mann. Das haben wir vorher abgesprochen. Und dann konnte man das auf diese Weise übertragen. Die Information war sehr dauerhaft. Gebrannter Ton, Sie wissen es, da finden wir aus dem Zweistromland von vor 6000 Jahren noch Ziegel. Also das hält sich eine Zeit. Und sichere Übertragungen, und das kommt dann auf den Boten an, ob der das wirklich sicher zugestellt hat. Und das ging. Man hat natürlich auch andere Methoden verwendet. Man hat einen Boten gewählt, der noch eine andere Haartracht hatte als ich und hat den mal geschoren und hat ihm dann was eintätowiert und hat das wieder wachsen lassen. Dann hat man ihn losgeschickt und der Empfänger hat ihn wieder geschoren und dann konnte er lesen, was Sache war. Also die Leute waren immer einfallsreich, sich solche Dinge zu merken. Ja, und an die maschinelle Verarbeitung, da geht's eigentlich erst los, so vor runden 200 Jahren, gut 200 Jahren. Sie haben dieses Bild sicher alle schon mal gesehen und den Namen Jacquard haben Sie auch schon mal alle gehört. Er ist Lyon, große Seidenwebereien dort und er hat also diesen mechanischen oder Webstuhl entwickelt und hat eine Kette von Brettchen gehabt, in die Löcher gebohrt waren. Mit diesen Brettchen konnte man, da waren an Gewichten Fühlstifte, die dann dort reinsinken konnten und haben damit die Kettfäden entweder hoch oder tief gespannt und das Schiffchen ist dann entsprechend durchgefahren und hat ein Muster gemacht. Und je nach Brettcheneinstellung waren andere Fäden hochgezogen und Brettchen für Brettchen wurde dann ein Muster gewebt, Faden für Faden. Und das war also dieser Herr Jacquard, das war sehr sicher, man konnte also einmal das vorgeben und kriegt dann genau das Stück, dieses selbe Muster ganz identisch wieder, indem er diese Brettchen hatte. Man konnte dann auch mal Teile austauschen und auf diese Weise dieses Programm, was hier war, ablaufen lassen. Das war also eigentlich die erste Anwendung von Lochkarten hier von Herrn Jacquard. Schauen wir uns mal an. Da habe ich noch was Schönes zu Loch. Ja, was haben wir denn da hier gemacht? Gelöstes Programm. Wir haben Daten als Programm verwendet. Nämlich diese Löcher hier, die sind jetzt unser Programm, mit dem unser Automat letztendlich gesteuert wurde. Ja, ähnliches, solche Lochkarten, wurden dann, ja, das sind schon fast 100 Jahre später, bei der amerikanischen Volkszählung verwendet. Hermann Hollerith, der Name. Hier habe ich mal so eine Lochkarte. Ich gebe es nachher einfach mal rum. Ich komme hier schlecht raus. Ich bin irgendwie gefangen. Vielleicht kommt einfach mal. Und Sie geben es dann einfach mal durch und ich kriege es zum Schluss bitte wieder. Ja? Ich gebe noch mehr dann rum. Ja, in der Volkszählung kam es darauf an,
mal einen Überblick zu bekommen, wie viele Leute sind das denn eigentlich im Land oder in den einzelnen Bundesstaaten? Welche Berufe haben die? Wann sind die eingewandert? Aus welchen Ländern kamen sie? Welche Sprache können sie? Da hat man jeweils eine Spalte hergenommen und eine Spalte hat 12 Lochmöglichkeiten. Das sind also 2 hoch 12 Möglichkeiten. Das sind 4096 Länder, aus denen jemand hätte kommen können. 4096 Länder, so viel braucht man gar nicht. Also so eine Spalte hat immer gereicht für Beruf oder Geburtsjahr oder für Einwanderungsjahr und so weiter und auch der Ort des derzeitigen Wohnsitzes. Man hat auf diese Weise eine Statistik gemacht, Namen wurden nicht erfasst. Und das Ganze per Hand auszuwerten und mit großen Papierbögen, das hätte Jahrzehnte gedauert. Und da hat dieser Herr Hollerith eben die Idee gehabt, mal solche Lochkarten zu nehmen und Löcher reinzustanzen. Wie wurden die ausgelesen? Das Ganze mit Fühlstiften und die tauchten nach die gingen durch konnten durch den so ein Loch durchreichen und unten war ein Quecksilberbad. Die Karte wurde also ganz knapp über einem Quecksilberbad entlang geführt und da wurde die abgetastet. Also für die, die das gemacht haben, keine sehr gesunde Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele dadurch dann böse Schäden davongetragen haben, denn die Auswertung dauerte ja doch, glaube 1,5 Jahre etwa. Also eine Lesemethode, die man später sehr schnell abgeschafft hat, Quecksilber, ist wirklich nicht, gehört nicht zu den gesündesten Dingen. Ja, wenn wir jetzt hier mal so mehrere solche Lochkarten einfach hintereinander hängen, so im Zickzack, dann haben wir letztendlich doch schon einen Lochstreifen, ein Lochband. Und da haben wir hier mal eins. Darf ich Sie wieder bitten? Bitte. Bitte vorsichtig behandeln, dass Ihnen kein Loch rausfällt. Solche Lochstreifen wurden später sehr viel zur Datenerfassung benutzt. Ich kenne sie noch. Unsere Materialwirtschaft, die hatte ein Datenerfassungsgerät. Und dort wurde erstmal auf einem Formular, wurden Ein- und Ausgänge an Material alles erfasst. Von wo bestellt, wer hat was bekommen davon, wie viel ist noch da und so weiter. Und das, da lief gleichzeitig daneben ein Lochstreifenstanzer. Und einmal im Monat bekamen wir im Rechenzentrum so einen richtigen Reisekoffer voll Lochstreifen. Die Lochstreifen hatten ungefähr diese Größe, diese Rollen. Und die mussten wir dann einlesen und haben dann das Materialprojekt am Großrechner gemacht. Und der hat dann die Summen gerechnet, wie viele haben denn nun die Einzelnen im Laufe des Monats von diesem und jenem Material bekommen, wie viel müssen die bezahlen, wie viel wird von ihrem Konto abgebucht und wie viel muss nachbestellt werden, wo sind unterkritische Bestände da und so weiter und so fort. Das haben wir dann am Rechner gemacht. Das Einlesen war immer eine abenteuerliche Sache. Die wurden in den Laser gemacht, gespannt. Und so ungefähr 2 Meter vom Laser weg haben wir einen Drahtkorb aufgestellt. Und dann wurde der Laser gestartet und dann startete dieser Lochstreifen mit einem unglaublichen Tempo, stand erst mal einen guten Meter so waagerecht in der Luft, bevor er dann nach unten in den Drahtkorb fiel. So schnell ging das. Aber wehe, da war irgendwo ein kleines Höckerlein oder ein kleiner Fussel oder ein kleiner Einriss an der Kante in diesem Lochstreifen. Und dann hat man fein plissiert, so ein Stück in lauter kleinen Falten. Das haben wir dann versucht glatt zu bügeln und im Einschrittmodus wieder durchzuziehen. Wenn es nicht ging, haben wir das Stück rausgeschnitten und haben auch ein ähnliches Stück dann gemacht und mit einem Handlocher die einzelnen Löchlein da, diese 50 oder 60 nachgepiekt und dann mit Tesafilm rein. Und im Einschrittmodus ein Zeichen nach dem anderen. Und wenn das die Stelle durch war, dann ging es wieder volles Tempo. Und dann hatten wir zum Schluss den Korb voll Papierschlaufen, wenn eine solche Rolle durch war. Ja, eine ganz gute Sache, um mal kurze Zeit Daten aufzubewahren.
und sie dann weiter zu verarbeiten. Man hat anfangs geglaubt, man könnte Lochstreifen und Lochkarten auch für dauernde Archivierung benutzen. Hat man sehr schnell gelernt, das geht nicht. Nach dem ersten Wassereinbruch im Keller merkt man, die Lochkarten sind verzogen, die lassen sich nicht mehr lesen, die müssen gar nicht im Wasser gelegen haben, die Luftfeuchtigkeit im Keller reicht schon aus. Oder die Mäuse sind gekommen und da waren Löcher zu viel drin und alle solche Dinge. Also das hat man sehr schnell gelernt, als Dauer ist das wohl nicht so geeignet. Ja, aber wir konnten immerhin die Sache schon maschinell verarbeiten. Aber als Massenspeicher war das doch wohl nicht das Rechte. Hier habe ich mal ein schönes Beispiel. Wer ahnt, was das ist? Auch Lochkarte? Keiner? Ja? Bingo, der Kandidat kriegt 1000 Punkte. Da haben wir ihn. Damit Sie das auch sehen, das wunderschöne Gerät hat mir sehr gefallen. So ein schönes Gerät, fasziniert. Und dann ist auch noch viel Mechanik drin, die man bewundern kann. Und hinten sehen wir so ein paar Instrumentengruppen mit Flöten und allem. Unten ist ein Elektromotor, der hat das Ganze hier über den Treibriemen angetrieben. Und ja, und nun schauen Sie mal hier unten hin. Und dann gucken wir mal genauer hin. Und da sehen Sie, diese ganzen Wälzer hier, das sind die als Leporello gelegten Lochkarten, die dort eingelesen werden, um das Ganze dann abzuspielen. Wir hatten vorhin auf diesem Bild, da haben wir das gesehen. Da sind also dann solche ganzen Bücher da unten mit der Musik, die er dann spielen kann. Das ist meine schöne Sache. So, aber Daten, große Datenspeicherung. Ich sagte vorhin schon, ich habe mich mit Datenbanken beschäftigt. Da oben steht erste Datenbankstudie. Nun, das kommt gleich noch, aber gucken wir noch mal rein. 1944, einer der ersten großen Rechner, die ENIAC, 30 Tonnen schwer, 18.000 Röhren, das ist nicht viel. Zwei Röhren brauchen Sie für einen Flipflop. Und es ist dann so, das Flipflop so groß wie eine Männerfaust. Zwei Röhren, zwei Widerstände, eine Kapazität und eine Induktivität. Und damit hat sich's. Das ist eine Flipflop-Schaltung. Und ja, 300 Operationen pro Sekunde, immerhin schon. Also gegen jemanden, der am Tischrechner gearbeitet hat, war das ein Wahnsinnstempo, was man da gemacht hat. Ja, 1946 hat man dann die Magnetbandtechnologie langsam entwickelt. Erst noch analog für Musik, digitale Magnetbänder, das dauerte dann noch etwa 10 Jahre, bis man die eingesetzt hat. Ja, 1947 war schon der Transistor, die Entwicklung des Transistors. Den Nobelpreis haben die Herren 1956 bekommen. Und ja, hier unten haben wir es ja zu stehen, 1952 dann Magnetbänder für digitale Zwecke. Wie bitte? Für digitale Anwendungen, für den Rechner. Ich nehme an, dass die USA Vorreiter waren in vielen Dingen, aber in Deutschland ist auch einiges da gelaufen. Aber ich habe da jetzt im Moment keine Informationen genau. Ja, wer da nun die Nase genau vorn hatte. Ich weiß nur, dass man also da viel experimentiert hat, magnetisierbare Schichten auf Papierstreifen gemacht hat, das hielt natürlich nicht besonders gut, oder magnetisierbare Drähte, mit denen hat der Rundfunk dann sehr viel gemacht, das war strapazierfähig, damit konnte man arbeiten und das Magnetband, so wie wir es heute kennen, eine Folie, die beschichtet ist, das haben wir eben erst an unseren Rechnern seit den 50er Jahren. Kann Ihnen da gleich nochmal ein Magnetband zeigen. Originalgröße ist eigentlich dieses hier. Ich nehme es jetzt mal nicht raus, damit es mir nicht abrutscht. Diese Größe, original. Und dann gab es natürlich auch immer mal so kleine Sachen.
Das war, wenn wir auf Dienstreise gingen in ein anderes Rechenzentrum, das war unser Speicherstick, den wir in der Tasche hatten. Habt ihr nicht was Interessantes? Ich habe hier auch was Interessantes drauf und dann können wir doch mal tauschen. Nicht? Das ging das so rum. Darf ich meinen Assistenten dann mal wieder bitten? Ganz kleinen Moment noch, will ich Ihnen noch zeigen, hier hinten ist ein Ring drin. Das ist der Schreibschutz. Nur wenn dieser Ring drin ist, das ist nämlich ein Fühlstift, dann wird der Fühlstift eingedrückt, wenn ich dieses Magnetband einlege. Und dann heißt es, es kann beschrieben werden. Habe ich es rausgenommen, geht der Fühlstift ins Leere, in diese Nut hier rein. Und dann kann ich nur lesen, kann ich nicht schreiben. Das ist also Leseschreibschutz. Ich gebe es mal durch. Dankeschön. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu unserer Datenbankstudie. Schon 1945, die ENIAC war gerade ein Jahr alt, da hat sich ein Herr Busch überlegt, was machen wir denn in Zukunft mit großen Datenmengen? Ein sehr kluger Mann. Also sehr weit vorausschauend, kann man da nur sagen. Ja, das ist externe Speicherung, also über lange Zeit. Magnetbänder und so weiter. Ach, wir gehen noch mal zurück. Moment, das kommt nachher noch mal. Frage an Sie. Wir hatten eben gerade erst analog Magnetbänder, später dann digital. Die Analogbänder, Sie sehen es erst seit auch der Mitte der 40er Jahre. Wie haben die denn beim Rundfunk in den 30er Jahren ganze Opern übertragen? Wie bitte? Genau. Nur, die hatten dort einen besonderen Trick. Das musste ja nahtlos weitergehen. Die konnten ja nicht immer sagen, also jetzt ist die eine Schallplatte zu Ende, liebe Zuhörer, jetzt müssen wir mal wechseln. Auch zwei Geräte hätte ja immer eine Unterbrechung erstmal bedeutet. Und die Schallplatten, die hatten eine Laufzeit von 4 bis 5 Minuten zu der Zeit noch. Ja, nicht wie unsere Vinylplatten, die 20 bis 30 Minuten dann später durchgehalten haben. Die waren so 4 bis 5 Minuten. Und da hatten die zwei Schallplattengeräte. Das eine Schallplattengerät war auf dem Sender. Das andere Schallplattengerät, das war erstmal nicht auf dem Sender. Aber der davor saß, der hatte einen Kopfhörer. Das linke Ohr an dem, was auf dem Sender war. Das rechte Ohr, was dort war. Die Schallplatten hatten alle bei der auf dem Sender war, die letzten 3, 4 Umdrehungen, die waren nochmal geschnitten auf der nächsten Schallplatte am Anfang. Das heißt also, wenn das gegen Ende war, dann hatte der die schon aufgelegt und dann musste der die synchron hinkriegen. Nicht die linke, die rechte, ausbremsen oder schieben. Wer in der Disco mal war, der weiß, dass ein Disc-Jockey so scratchen, diese machen. Irrsinnige Töne kommen da raus, es ist zum Verrücktwerden, aber manche lieben das in der Disco, aber eben so als im Rundfunk, der musste dann immer, hatte dann so eine knappe halbe Minute Zeit, um das synchron hinzukriegen und dann wurde der Hebel rumgeworfen und da war der andere auf Sender. Und nach 4 Minuten ging das da wieder los. Die haben ihre Leute alle halbe Stunde ausgewechselt. Dann hatte ich eine Stunde Pause. Das hätte keiner sonst durchgehalten, eine ganze Oper, eine Wagner-Oper von 6 Stunden. Boah, ist so schon eine Zumutung. Aber okay, so, also, dass mal, ja, die Leute wussten sich immer zu helfen. Sie haben die Technik, die da war, optimal genutzt und haben rausgeholt, was rauszuholen war und manchmal Erstaunliches rausgeholt. Da kann man sich nur wundern. Ja, für interne Zwischenergebnisse. Wir haben eine Operation ausgeführt, wir haben ein Zwischenergebnis. Wir können es aber nicht sofort mit der nächsten Operation weiterverarbeiten, sondern müssen dann noch einen Rechenschritt dazwischen machen und brauchen dann den Wert erst wieder. Also ganz Sekundenbruchteile später. Wie kann man diese Daten aufheben? Und eine der ersten Anwendungen waren solche Laufzeitrohre mit Quecksilber gefüllt. Auf einer Seite hat man mit Ultraschall einen Impuls reingegeben und bis der Impuls durch war, da hat so unser Rechner 2 Operationen gemacht und dann kam am Ende dieser Wert wieder raus und man konnte ihn verwenden. Ja, also das ging wirklich nur für Kurzzeit und Einzelwerte zu speichern.
über ein paar, zwei, drei Operationen, Rechneroperationen hinweg und das wieder benutzen. Auch diese quecksilbergefüllten Laufzeitröhren hat man nur sehr kurze Zeit verwendet. Auch da hat es mal Lecks gegeben. Also alles keine sehr gesunde Sache. Aber wie gesagt, die Leute haben erst mal versucht, rauszuholen, was rauszuholen war. Wie groß ist dieses Ding? Das ist ungefähr so. Länger ist das nicht. Das sind knapp einen halben Meter. Ja, mit allem, was da außen noch dran ist, vielleicht kommt es so. Aber die Laufstrecke war nur so ungefähr ein halber Meter. Ja, 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 das ist, ja, das sieht gewaltig aus. Das könnte ja so eine große Turbine gewesen sein. Ja, nee, nee. Ja. Dann Röhrenrechner. Darüber hatte ich schon vorhin kurz gesprochen. Zwei Röhren und so weiter, ein Bit, eine Männerfaust. Ja, und hier haben wir also nochmal eine Speichereinheit mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Röhren, also maximal 6 Bit. Vermutlich war da aber noch irgendeine Steuerelektronik dabei, also dass das vielleicht nur 4 oder 5 Bit wirklich waren, die da drauf gespeichert werden konnten. Ganz schöner Aufwand, wenn man sich das anguckt. Hier habe ich dann, warten Sie mal, vielleicht kann ich Ihnen die auch hier zeigen. Ihr Kollege schwärmte mir ja vor. Ah, da ist sie. Wo ist sie? Da. Oh, da muss ich ganz hier an den Rand gehen. Da haben wir mal so eine Elektronenröhre. Eine davon. Und da brauchen Sie dann Tausende von diesen Dingen in einem Rechner. Jede Röhre braucht eine Heizleistung von so ungefähr 7 Watt. Und dieselbe Leistung, da kommen, wenn Sie das über x-Tausende zusammenrechnen, etliche Kilowatt zusammen. Ungefähr die gleiche Leistung brauchen Sie nochmal, um das Ganze zu kühlen. Das war also ein ziemlicher Aufwand. Sie brauchen ein kleines Kraftwerk, um einen großen Rechner zu betreiben. Und ich kenne das noch vom Zeiss-Rechenautomat 1. Den habe ich an der Hochschule als Student damals kennengelernt. Und das haben Sie reingedrückt, hätten Sie nicht tun sollen. Da war jemand... Ich mache es nachher mit dem Taschenmesser. Das ist eine kleine Nase und die hängt man dann drüber und das kriegt das rein. So, und wenn das hier ein Stück abgelaufen ist, ist das auch kein Problem. Das erste Stück wird sowieso zum Einlegen in die Spulen benutzt, verknautscht mit der Zeit, damit mein Lesegerät weiß, wo die Daten wirklich anfangen. Gibt es dann so eine kleine Reflektormarke, die ist ungefähr nach 4-5 Metern kommt. Ich möchte es jetzt nicht abwickeln. Glauben Sie mir, da ist eine. Es kommt auch am Ende noch mal eine, die zeige ich Ihnen erst recht nicht. So, das legen wir jetzt mal hin, ich mache es nachher zu. Ist kein Problem. So, also hier Röhren, ja, ziemlich energieaufwendig, nicht allzu schnell im Schalten und vor allen Dingen auch nicht unbedingt sicher. Manchmal von der Kathode, die Elektroniker sagen, eine Kathode spratzt, da geht so ein ganz feines Tröpfchen weg von der Kathode, fliegt zur Anode hin. Ja, im Rechner bedeutet das natürlich eine 1 gemeldet. Ja, ganze Rechnung ist im Eimer, die sie dort gemacht haben. Aber die Radiobastler, die waren immer ganz begeistert. Frühmorgens haben die Techniker das aussortiert aus dem im Rechenschrank. Die haben dann gezählt, wo solche Spratzergebnisse waren und haben die aussortiert in große Kästen rein. Und die kriegten dann die Radiobastler, die haben sich gefreut. Was meine, wenn es einmal am Tag Knack gemacht hat, ja, und das Radio hat sowieso geknistert. Das macht also nichts. Aber im Rechner war das natürlich fatal. Die Rechnung war zumindest hinüber. War ein falsches Ergebnis. So, wir gehen mal wieder zurück zu dem. Was kommen wir denn noch? Ja, ja, was steckt so drin in einem Flipflop? Das sehen wir hier. Der nächste Schritt waren die Ferritkernspeicher. Kleine magnetisierbare Ringe, die ich ummagnetisieren konnte, also den Nord- und Südpol vertauschen konnte in diesen Ringen. Das heißt also, Nordpol nach der Richtung war eine 1, nach der Richtung war eine 0. Und die hat man jetzt auf so eine Drahtmatrix draufgefädelt.
Wir wissen ja, wenn wir durch einen Draht einen Strom schicken, dann baut sich da ein Magnetfeld auf. Und das Magnetfeld, da hier ist unser Ring, durch den geht der Draht durch. Das von einem Draht, das stört den Ring noch nicht. Das ist noch nicht stark genug, das Magnetfeld. Aber wir haben ja noch senkrecht auch noch einen Draht, der geht auch durch den Ring. Und wenn ich durch die beiden, an den beiden jeweils eine Spannung anlege, sodass Strom fließt, reicht am Kreuzungspunkt das Magnetfeld aus, um diesen Ring umzupolen. Wenn er schon in der richtigen Richtung war, dann tut sich gar nichts. Wenn nicht, dann wird er umgepolt. Damit ich das merke, geht ein dritter Draht schräg durch. Und an diesem dritten Draht kann ich jetzt messen, aha, da ist ein Puls induziert worden, das Magnetfeld hat sich geändert, da wird was induziert. Das ist also eine kleine Spannung, die ich dann plötzlich messen kann. Und dann weiß ich, aha, da war vorher eine 0 drin, ich wollte eine 1 einstellen. Ich wollte eine 1 einstellen, es tut sich an der Stelle nichts. Aha, dann war schon eine 1. Ja, ich muss das natürlich dann hinterher wieder auf den Originalzustand zurückbringen. Und diese Ferritkerne waren also schon mal sehr zuverlässig. Sie waren wesentlich kleiner als die Röhren, waren auch schnell, vergleichbar schnell. Aber so eine Ferritkernmatrix war wahnsinnig teuer in der Herstellung. Den ersten Draht und das Draufzählen der kleinen Kerne, die waren also Stecknadelkopf groß. Die ersten, später wurden sie noch viel kleiner, aber die ersten waren Stecknadelkopf groß. Das machte noch eine Maschine. Den zweiten und dritten Draht haben Frauen mit Nadel und Faden gemacht. Männer waren offensichtlich völlig ungeeignet dafür. Frauen hatten die Geduld, das zu machen. Man hat es auch in der Gegend gemacht, die Fabrik aufgebaut, wo sonst wenig Industrie war, um überhaupt ein paar Arbeitsplätze zu schaffen. Und besonders gut bezahlt wurde das nicht, aber es war irrsinnig aufwendig. Und so hat also ein Kilobyte ungefähr 1000 Mark gekostet im Speicher. Ja, und war also eine teure Sache. Wenn die nämlich ein bisschen mit der Nadel das verkantete, dann zerbrach so ein Ring sehr schnell mal. Und dann musste dann noch neu angefangen werden oder Ersatzschaltungen waren damals noch nicht so, aber gab es auch schon. Aber es war jedenfalls eine teure Geschichte. Die wurden später wesentlich kleiner. Man kann die nur noch unter ganz großen Lupen sehen. Und das war dann die Zeit, als die dann tatsächlich auch richtig maschinell hergestellt wurden. Aber man möchte ja alles immer noch ein Stück kleiner machen. Ich hatte eben im Computermuseum schon gefragt, warum eigentlich immer kleiner? Wenn ich mein Mobiltelefon nehme, das ist mir wirklich klein genug. Wenn das noch viel kleiner wird, kann ich gar nichts mehr lesen auf dem Ding. Junge Leute sind da vielleicht noch anderer Meinung, aber irgendwann werden sie die Meinung revidieren. Oder wenn das Ding wirklich zu klein wird, dann können auch sie nichts mehr lesen. Also wozu diese Aufwendung? In Dresden baut man jetzt ein Chipwerk für 13 Milliarden, hat man angepeilt. Und 3 Fußballfelder groß. Wozu dieser ganze Aufwand? Nur damit es noch kleiner wird und ich keiner mehr lesen kann? Geheimhaltung oder warum? Nee. Die Elemente, die da drin, die Schaltelemente, die wir dort haben. Also ob das Speicherelemente sind oder im Prozessor Schaltelemente. Je kleiner ein Element ist, desto schneller kann man es schalten, mit weniger Energieaufwand. Das ist ganz einfach, wenn ich die Hand bewege, das geht ganz schön schnell. Das geht mit meinem Arm nicht so. Das ist viel Masse. Viel ist groß. Da brauche ich einen Haufen Energie, um den von hier nach da. Das geht so viel schneller. Ja, das ist in der Physik so, wenn ich kleine Elemente in einen anderen Zustand bringe, muss ich Energie reinstecken. Je kleiner das Element ist, desto weniger Energie brauche ich. Und das ist der springende Punkt dabei. Weniger um Energie zu sparen. Herr Gott, ja, ich steckte mein Handy abends an die Steckdose und dann hat sich das. Sondern deshalb, weil wenn ich wenig Energie brauche, muss ich auch wenig Wärme abführen. Und ein heißes Element arbeitet entweder nicht mehr zuverlässig oder überhaupt nicht mehr. Es muss also gekühlt sein, es muss kalt bleiben. Und nur wenn es das ist, arbeitet es auch schnell genug. Es wird immer langsamer, je wärmer es wird. Das werden Sie an Ihrem Rechner vielleicht schon mal gemerkt haben, wenn er überhitzt ist. Mal. Irgendwann spinnt er.
einfach zu warm geworden ist. Er macht Quatsch. Und das wollen wir vermeiden. Und wir wollen möglichst eine höhere Leistung rauskriegen, die noch schneller und leistungsfähiger machen, die Speicherdichten noch größer. Nicht, weil uns das Handy in der Hosentasche zu groß wird, sondern einfach, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Da, hier haben wir mal, ach, das habe ich versäumt, das hätte ich Ihnen gleich zeigen sollen. Da haben wir das Prinzip-Schaltbild mit diesen drei Drähten, zwei zur Ansteuerung, um das Magnetfeld zu ändern, und der dritte, der schräg durchgeht, als Lesedraht. Ja, hier haben wir noch mal Entwicklungsspeichersysteme. Das kann ich mir sparen, das kennen Sie alle. Und wie der Preisverfall ist, also sich irgendwo mal einen Speicher zu kaufen und den aufzuheben als Kapitalanlage, ist so ziemlich das Dümmste, was man machen könnte. Also ein Faktor von 1 zu einer Milliarde Preisverfall innerhalb von, ja, ja, das ist schon eine Zeit wieder her. Und dann haben wir also schon in gut 50 Jahren. Das ist schon ein Preisverfall. So, das können wir uns also auch sparen. Speicherdichte ist ähnlich. Wir hatten eben davon gesprochen, warum wir das machen. Ja, jährlich nahezu verdoppelt. Kommt nachher noch mal was. Gehe ich wieder zurück noch mal. Ich zeige Ihnen das noch mal. Nee, habe ich jetzt nicht. Wir gehen noch mal zurück. Okay, das Moore'sche Gesetz wird Ihnen ja bekannt sein. Herr Moore hat mal prophezeit, dass wir die Speicherdichte jedes Jahr verdoppeln. Er hat sich dann ein paar Jahre später korrigiert und hat es auf 2 Jahre verändert. Aber die 2 Jahre haben wir bisher doch sehr gut eingehalten, alle 2 Jahre ungefähr eine Verdopplung der Speicherdichte in unseren Speichergeräten. Ja, heute machen wir sowas aus, nicht mehr aus Ferritkernen, sondern aus Siliziumchips. Da hat man solche großen Siliziumkristalle, die sind ungefähr so 1 Meter hoch und heute ungefähr der Durchmesser eines Pizzatellers. Das Ganze, man macht das im Wesentlichen im sogenannten Zonenschmelzverfahren. Das heißt also hochreines Silizium in ein Gefäß. Ganz unten macht man schon mal freundlicherweise einen kleinen Siliziumkristall rein, kristallines Silizium. Und dann fängt man an, das von unten her mit einer Induktionsschleife zu erwärmen. Vorsichtig erwärmen, dass das nicht zu heiß wird, dann fließt uns das Ganze unten weg. Und auch so langsam so erwärmen, dass die Atome so quasi frei beweglich werden dort schon und sich an dieses Kristallgitter anlagern können allmählich. Und dann zieht man die Zone langsam nach oben, so wie dieser Kristall wächst, und dann wird also ein einziger durchgehender Kristall. Wir sprechen in der Physik von einem Einkristall. Das heißt, das sind keine Kristallgrenzen, wo dann der nächste Kristall irgendwo schräg dagegen liegt oder so weiter. Das möchten wir nicht so gern, denn in den Kristallgrenzen ändern sich die physikalischen Eigenschaften immer ganz abrupt. Und wenn wir das später benutzen wollen, wollen wir möglichst identische Eigenschaften über das ganze Material haben, als einen Einkristall, ein einziger Kristall. Den ziehen wir aus diesem kleinen da unten hoch mit diesem sogenannten Zonenschmelzverfahren. Gehört viel Fingerspitzengefühl dazu. Ein anderes Kristallzüchtungsverfahren ist das Tschochalski-Verfahren. Der Tschochalski hat hier bei der AEG gearbeitet, hier in einem dieser Gebäude, wo sie jetzt sind, nicht gerade in dem, das ist etwas neuer. Und der hat in den 20er Jahren, wird die Story erzählt, er hat mal ganz vertieft geschrieben und seine Schreibfeder wollte ins Tintenfass eintauchen und hat die aus Versehen auf seinem Labortisch in eine Schale mit flüssigem Zinn getaucht. Ich zweifle, ob der gerade so auf seinem Schreibtisch stand. Aber die Story wird erzählt, und als es rauszog, zog sich ein Faden raus, und der Faden war ein Kristall. Wenn man langsam zieht, kann man auch auf diese Weise aus der flüssigen Phase direkt Kristalle ziehen.
wird das Story erzählt, aber ist ja dann später zu einem etablierten Kristallzüchtungsverfahren entwickelt worden. Und danach werden auch sehr viele Kristalle gezüchtet. Aber für unsere elektronischen, für die Siliziumkristalle wird meistens das Zonenschmelzverfahren verwendet. Da kann man größere, kompaktere Kristalle machen. So, was haben wir denn noch? Ja, da sehen wir es mal durchgeschnitten und dann schon mal geätzt und behandelt, um dann PN-Übergänge herzustellen, also mit Fremdatomen das behandelt, um da an bestimmten Stellen dann diese Transistorübergänge herzustellen, um dann später ein ganzes Feld von Transistoren zu haben. Können wir oben im Computermuseum so ein Ding bewundern. Das ist aus dem Computermuseum. Das ist an sich nicht so bunt. Nur wenn Licht drauf fällt, wirkt das wie ein optisches Gitter. Und wir sehen diesen schönen Regenbogen. Das zeigt also, die Strukturen, die da drauf sind, sind in der Größenordnung des sichtbaren Lichts, also so um 450 Nanometer. So 400, 500 Nanometer. Ja. Das ist also schon ganz schön klein, diese Strukturen. Inzwischen sind sie noch viel kleiner geworden. Man experimentiert auch hier immer wieder, um noch kleiner das zu machen. Aber das hat ein paar Grenzen. Irgendwo braucht man doch ein paar Lichtwellenlängen, damit das Ganze noch funktionieren kann. Ja, Mikroprozessor brauche ich. Einsatzgebiete von Speichermedien, Ein- und Ausgabe. Da haben wir hier unsere Lochkarten und Lochbänder gehabt. Was ich Ihnen unterschlagen habe, waren die Disketten. Das fing mal mit 8 Zoll Disketten an, das Ganze. Und ja, jetzt habe ich doch die falsche eingesteckt. Ja, lässt sich an, oder was? Nee, die war's. 8 Zoll, später wurden die etwas kleiner, die Speicherdichte wurde größer. Die allerersten hatten auch 1 Kilobyte Speicherplatz, hier drin steht. Hier ist immer schon zweiseitig, doppelte Dichte, 26 mal 256 Byte. Also da kann man sich leicht ausrechnen, wie viel das ist. So, später wurden die etwas kleiner. Wenn man die mal an der Seite aufschneidet, dann wissen Sie auch, warum das Floppy Disk heißt. Das Ganze, und das war hier drin, das ist schön gepolstert, damit das Ding die Scheibe gemütlich hat. Und im Leseschreibwerk, da kommt so ein Konus hier runter, der erfasst das und dreht das immer fleißig auf diese Weise rundherum. Ach, das können Sie jetzt nicht sehen, ich muss das umschalten. Ich gebe es Ihnen einfach mal rum. Ja, und 3,5 Zoll Disketten werden viele von Ihnen dann noch kennen. Ja, das ist. Sie sind wieder so freundlich. Ja, zur Hintergrundspeicherung, zur Datensicherung hat man Magnetbänder in Kassetten verwendet, sehr häufig. Die wurden immer dichter, immer kleiner, Speicherkapazität immer größer. Und die größte Speicherkapazität hatte die, nicht etwa die, sondern die. Die wurden also immer kleiner und immer schöner, die Disketten. Ja, und Festplatten kennen Sie auch alle. Da lege ich noch mal eine hier jetzt mal einfach mal drunter. Hier. Bei den ersten, dieses weiße Schiffchen, was Sie da sehen, das ist ein Aufkleber. Da steht drauf 20 Gigabyte. Ich kann es von hier, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können von vorn, weiß ich nicht. Ja, Sie sehen, das ist schon eine etwas modernere Festplatte. Die ersten Festplatten, auch wie ich sie vom Großrechner kannte, da waren die Leseschreibköpfe auf so einem Kamm drauf, der in diesen Plattenstapel dort reinfuhr. Und der fuhr tatsächlich vor und zurück dort rein. Da musste also die ganze Masse immer vom ganzen Kamm bewegt werden. War natürlich ziemlich träge, um auf die nächste Spur zu kommen. Und später, gerade in unseren kleinen Festplatten, wie wir sie kennen, da hat man diesen Arm
angewinkelt, schräg gemacht, hat diese Armhalterung häufig wie eine Brückenkonstruktion nur noch ein Gitter gemacht, damit das möglichst wenig Masse hatte, die man ganz schnell bewegen konnte. Und von der Leseschreibkopf ganz vorn, der ist in der Regel geformt wie so ein kleines Segelboot. Diese Festplatten sind ja nicht... luftleer gepumpt, ist kein Vakuum, sondern da ist nur eine hochreine Atmosphäre drin, also ein hochreines Gas, damit kein Staub ist, damit dieser Leseschreibkopf ganz dicht über der Platte schweben kann, dieses kleine Segelschiff. Durch den Luftzug der Platte hebt es nämlich ab und schwebt dann in einer definierten Höhe über dieser Platte entlang. Und je dichter das ist, desto kleiner ist der Streuwinkel für mein Magnetfeld, desto kleiner sind die Bits, die ich dort schreiben und auch wieder lesen kann. Ich bin also darauf angewiesen, dass das möglichst dicht unten ist, nicht nur klein in der Geometrie, sondern auch möglichst dicht unten über der Platte ist. Und da hat man diese Sache mit diesem kleinen Segelflugzeug gemacht, was da in dem Luftzug der Platte dort schwebt. Also wie immer wieder technologisch raffinierte Dinge. Ja, ein Ausgabespeicher, interne Speicher, da hat man vorhin über Röhren, Transistoren und so weiter gesprochen. Und letztendlich externe Speicher, um Daten über längere Zeit aufzuheben. Warum schreit keiner? So, über längere Zeit aufzuheben. Und da sehen Sie ganz rechts unten die ominöse Cloud. Und dann bin ich immer wieder erschüttert, selbst Studenten, die so ein bisschen einen Touch zur Informatik haben. Ja, das wird in der Cloud gespeichert. Was ist denn die Cloud? Das ist die Cloud. Das ist die Cloud. Die haben sich nie Gedanken gemacht, welche Riesenhallen voll Festplatten dort rumliegen, die also über Jahrzehnte hinweg Millionen von Katzenfotos und von Mittagessen und was weiß ich alles aufbewahren und jederzeit für uns im Zugriff halten. Toll, dafür geben wir gern Energie aus. Okay. Ja, da haben wir das Mooresche Gesetz, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Strukturen werden kleiner, immer kleiner, das kennen wir auch. Ja, Strukturen heute oft nur noch 20 Nanometer. Ich sprach vorhin bei dem Chipwafer von 450 Nanometer, 20 Nanometer inzwischen schon. Also da hat sich doch einiges getan. Aber viel mehr kann man im Moment mit den Techniken, die wir im Moment haben, nicht. Ja, das ist eine moderne Chipfabrik. Das ist jetzt, wie die bei Dresden, ist ungefähr in dieser Größenordnung. Ja, wozu dieser Aufwand, das hatte ich schon mal gesagt, also möglichst wenig Energie, um schnell schalten, schnell und sicher schalten zu können. Ja, gestatten Sie mir noch einen ganz kurzen Ausblick, was wird denn nun eigentlich? Können wir das Mooresche Gesetz weiter einhalten, alle zwei Jahre zu verdoppeln, wenn wir hier an physikalischen Grenzen irgendwo sind? Im Moment gibt es so eine ganze Reihe Forschungen, die recht vielversprechend sind. Aber es ist alles noch nicht in dem Stand, dass man es industriell unmittelbar verwerten könnte. Hier zum Beispiel solche Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Das ist eine besondere Modifikation des Kohlenstoffs. Sie kennen Diamant, hat jeder von Ihnen. Sie kennen Graphit. Das andere wäre also dann sogenannten Fullerene, diese entweder so fußballähnliche Strukturen oder aber Röhrchen. Und wenn man da zwei von denen ineinander konstruiert, dann wirken die wie ein Transistor, wenn ich Spannung anlege. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber die sind nicht sehr robust, sind sehr, sehr porös noch. Wie man das hinkriegt, weiß man eben noch nicht. Eine andere Möglichkeit wäre Spinwellen. Ein Elektron, sagen wir mal ganz banal und lassen alle Quantentheorie jetzt mal weg. Ein Elektron dreht sich und erzeugt dadurch ein Magnetfeld. Wir nennen das den Spin des Elektrons. Die Spinrichtung kann man
geschickt auslenken durch ein Magnetfeld und dann bildet sich, überträgt sich das von einem Elektron aufs nächste. Man kann also eine Welle erzeugen und könnte auf diese Weise sehr schnell, sehr energieeffizient Daten übertragen und auch für eine gewisse Zeit speichern. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Der Arbeitsaufwand ist im Moment unglaublich hoch und man kommt über Labormuster noch lange nicht hinaus. Ein anderes Feld sind optische Prozessoren. Die gibt es schon. Da kann man also Matrixmultiplikationen, tausende von Werten mit einer einzigen Operation mit einem Wert multiplizieren. Man kann also gerade in der Grafik braucht man sehr häufig Matrizenrechnungen und so weiter und auch in anderen Gebieten. Das wäre also eine tolle Sache. Problem ist nur, ein optisches Signal kann ich sehr schlecht verstärken, unmittelbar. Das kann ich mit dem elektrischen Strom, geht das einfacher, durch Röhren oder eben durch Transistoren. Und die Umwandlung von Licht in elektrische Signale oder umgekehrt, die ist eben auch sehr aufwendig und sehr schwerfällig, ist also eigentlich nicht brauchbar für das, was uns da vorschwebt. Aber die Leute sind dran, zumindest dort für Matrix-Multiplikationen entsprechende Prozessoren zu bauen, die man dann als Spezialrechner verwenden könnte. Ja, Quellen brauchen Sie nicht. Ja, ich bin erstmal fertig. Wenn Sie Fragen haben, sehr gern. Wenn Sie Wünsche oder Kritik haben, auch, können Sie auch gern äußern. Ansonsten lade ich Sie ein ins Computermuseum. Wer will, dem mache ich nachher noch eine Führung dort oben. Schönen Dank. Applaus